Hola, hola, meine lieben Chicas, Señoritas und Señoras y Señoras. Willkommen zu dieser Legung. Ja, ich dachte mir, lass uns mal auf deine Kraft schauen. Das, was jetzt wichtig ist in Verbindung mit deiner Kraft. Das soll bitte her. Und wenn es schon um die Kraft geht, dann möchte ich gerne für dich Wacholder räuchern, denn auch die Kraut ist für Schutz gewachsen, ja, für die Kraft und für die Energie. Für alles ist ein Kraut gewachsen. Das wissen wir doch als Kräuterhexen, ja. Wer noch keine ist, könnte gut sein, dass wir dich aufnehmen. Dass wir dich aufnehmen. Wir räuchern nicht zu viel, denn ich möchte hier auch noch atmen. Und ich habe keine Maske? Keine Maske. Hier. Gut. Na dann, das sollte deine Energien ankurbeln. Auf jeden Fall für Schutz sorgen. Also einfach Wacholder, ja, ist auch super Kraut. Auf jeden Fall für Schutz. Für Schutz, für Schutzrituale, fürs Vernichten von Feinden. Alles Mögliche, ja, wir sind alle freie Menschen, denn wir wissen, dass es mal Karma auch gibt. Okay, welches Deck? Erstmal kommen die Göttinnen zum Vorschein. Ich brauche die zum Einstimmen. Von diesen Energien möchte ich etwas abfangen. Okay, na dann, versuch dich zu entspannen. Fühlen Sie sich hinein, bist du denn wirklich bereit für diese Legung? Falls du abgelenkt wirst, falls es doch irgendwie zu laut ist um dich herum, ja, dann vielleicht nicht jetzt, weil irgendwie finde ich, es wäre schön, wenn du dich komplett auf diese Legung konzentrierst und auch bis zum Ende dabei bist. Denn das soll für dich auf jeden Fall eine auch sogar irgendwo helfende Sitzung sein, unterstützende Sitzung sein. Welche Energie meldet sich? Die weiße Büffelfrau meldet sich. Es geht um die Wertschätzung. Um die Wertschätzung. Wir nehmen noch ein paar Energien dazu. Decken diese aber später auf. Und Wertschätzung schon mal als Stichwort. Ich muss mal hier kurz in mein Büchlein schauen, damit ich hier auch einiges für dich abhole. Es heißt jetzt, deine Welt durch die Linse des Friedens, der Harmonie und der Versöhnlichkeit zu betrachten. Die Domäne der weißen Büffelfrau. Es ist an der Zeit, die Welt der Bewertungsspiele von richtig und falsch, gut und böse, bei denen niemand gewinnt, hinter dir zu lassen und stattdessen den heiligen Boden des Gebens und Nehmens zu betreten. Ein guter Tauschhandel ist ohne Falschheit und von dem Wunsch beseelt, dass jeder etwas davon hat. Bemühe dich um eine bescheidene und zugleich bestimmte Haltung dem Leben gegenüber. Nur Gutes wird daraus entstehen. Die weiße Büffelfrau ermutigt dich, zu dieser Art in der Welt zu sein. Unbedachte Entscheidungen und unbewusste Verhaltensweisen sorgen jetzt möglicherweise für Aufruhr in deiner Welt. Wir decken gleich noch weiter auf. Das ist schon mal eine Botschaft, die wichtig ist. Die weiße Büffelfrau stellt dir als Heilungsaufgabe all das, was unangenehm, schmerzlich und schwierig ist, als etwas Heiliges zu betrachten. Stell dir vor, was geschehen würde, wenn du das, was du für einen Makel oder einen Verlust oder ein Versagen hältst, zu einem unentbehrlichen Teil des Kunstwerks machst, das dein Leben ist. Es geht ja auch um diese Unterteilung, ja, gut und böse, schwarz und weiß.
Ja, das ist ja so ein ewiges Thema, wo ich eine klare Position dazu beziehe. Die musst du natürlich nicht teilen, aber wenn es in Erlegung kommt, dann möchte ich diese auch laut sagen. Ja? Betrachte das Ganze eher neutraler. Und weißt du, wo dein Gewinn dann liegen wird, wenn du das machst? Dann wirst du auch beides wertschätzen können. Dann wirst du auch dich mehr wertschätzen können und andere Personen ebenfalls. Denn all das, wo wir bewerten, kommt eben meistens von unserem Verstand. Ist so. Es ist eine intellektuelle Leistung, etwas zu bewerten. Ja, man kann auch intuitiv spüren, fühlen. Das musst du dann nicht in Worte kleiden. Das weißt du einfach. Du weißt, wie eine Energie sich anfühlt. Man spürt Menschen. Man spürt Energien von anderen Menschen und die musst du nicht beschreiben. Entweder magst du es, zieht es sich an, entweder ist es so deins oder ist es gar nicht deins. Oder ist es beides? Es ist mal deins, mal ist es eben nicht deins. Und also was du gewinnen würdest, wenn du, sei es neutraler bleibst, du wirst weniger Wichtigkeit diesen ganzen Dingen schenken. Weniger Wichtigkeit dem schenken, dass die Dinge, sei es nur weiß sein dürfen oder nur schwarz sind. Da ist ja dann zu viel Energie und zu viel Aufmerksamkeit auf diese Unterteilung, die du gar nicht brauchst. Ja, eine Kombination wäre die Realität, weil das ist ja dann eben dein Leben und das ist dein Kunstwerk und das besteht nicht nur aus einzelnen Farben oder Puzzleteilen, es besteht aus ganz, ganz vielen Stücken. Und wenn du es zulässt, das so genau so zu sein, dann wirst du dich selbst auch mehr wertschätzen. Wow, hier wird geraucht. Oh. Das ist, weißt du, wie Friedenspfeife für mich. Es ging ja auch in dem Text, glaube ich, auch um den Frieden, auch Frieden mit sich schließen. Ja, die Friedenspfeife. Wacholder kannst du rauchen. Spaß. Ich denke, man raucht kein Wacholder. Nein, jetzt wirklich nicht, okay? Rauchen ist ungesund. So, aber so eine Friedenspfeife oder Räuchern, ja, immer wieder gerne. Federn, auch so eine Luftenergie auf jeden Fall. Denn Rauch ist ja Luftenergie. Für die Leichtigkeit, für die Leichtigkeit des Seins. Wir räuchern jetzt schon Wacholder. Keine Angst, alles wird gut, alles wird gut, alles gut. Auch wenn man sich denkt, Anna, du erzählst es so easy, wie soll ich das denn nun mal bitte verstehen? Wie soll ich das annehmen, realisieren? Glaub mir. Auch die Krisen, die sind wichtig, ja? In dem Text, wow, eine Karte und das reicht schon für eine ganze Legung, finde ich. Schauen wir mal, in dem Text stand ja auch, dass auch die Zerstörung und die Ablösung, die ist nun mal wichtig. Auch wenn du hier verkrampft versuchst, etwas zu retten, dann, ja, fühl mein dich hinein, wie resoniert das jetzt mit dir? Okay, wenn du das versuchst, was würde dir die höhere Macht empfehlen? Du bist die Königin der Scheiben. Man kann dir nichts wegnehmen, ohne dass du es danach nicht wieder auffüllst. Danach kommt noch mehr rein. Ja, das ist universelles Gesetz. Das ist die erste Klasse von Hogwarts. Okay? Das ist die erste Klasse. Dort überall, wo Vakuum entsteht, wird es dann gefüllt. Und ja, es ist natürlich bedeutsam, mal festzuhalten. Warum hältst du fest? Weil du Angst hast. Du hast Angst. Und die Angst hat bekanntlich große Augen. Ganz große Augen. Schließe mal die Augen. Fühlen dich hinein. Es musste so kommen. Es musste kommen. Die Gerechtigkeit kommt. Das ist jetzt, wow, Transformation, das musste so sein. Wow. Also, okay, unsere Legung
handelt sich ja von der neuen Kraft. Und ich finde, das passt, weil es hier solche Arkana kommen und es hat mit Angst zu tun. Loslassen, Angst haben, ja, immer wieder bewerten und überlegen, ist es jetzt gut oder schlecht, soll ich nicht, soll ich nicht, vielleicht auch Altes noch beibehalten und nichts Neues reinlassen. Aber hier ist eine neue Kraft. Und dir wird jetzt schon gezeigt und gesagt, du sollst dich mehr wertschätzen, du sollst auch mehr verstehen, dass du stark bist und du sollst es nicht vergessen. Es ist eine wichtige Veränderung, die in dir geschieht. Und was geht es denn hier noch? Verletzungen loszulassen. Jeglicher Natur, ob die damit Ex zu tun haben, ob die damit Karriere, finanziellem Erfolg zu tun haben. Denn es gibt hier wichtige Veränderungen. Welche Kraft möchte rein? Die Weiblichkeit möchte rein. Deine intuitive Ader möchte wieder mehr gelebt werden. Hier kommt sogar der Mond, ja? Und ich trage gerade Mondstein. Ich würde dir sogar empfehlen, dass du Mondstein trägst. Mehr Mondstein tragen. Denn das hat auch eben diese stärkende Komponente in sich, weil dieser Stein verhilft auch, sei es, wenn es um die Beziehungen geht, wenn es um die Liebe geht, sogar mehr Männer auf der guten Frequenz anzuziehen. Sogar so. Ja, und sogar für mehr Männer in deinem Umfeld sichtbar zu werden. Ich trage das nicht nur deshalb, nicht nur, wohlbemerkt, ja. Die sind ja sowieso wie die Fliegen. Nein, Spaß. So, es geht um die Weiblichkeit und Mondenergie. Also das möchte rein. Jetzt muss ich wieder mein Büchlein hier finden. Übrigens, das ist die Kraft der Göttinnen. Das ist unser Orakel. Natürlich kann ich auch gerne privat für dich auf deine Kraft schauen, auf deine esoterischen Fähigkeiten schauen. Und so weiter. Das ist, warte mal, das ist doch 34? Wieso bin ich bei der Weisheit? Bin ich blind oder gibt es hier, bin ich blind oder ist das der Mond? Der Mond ist aufgegangen. Nicht, dass ich jetzt anfange zu spinnen. Deshalb. Die Sonne sehe ich, aber wo ist der Mond? Das finde ich auch interessant. Es gibt. Ah, ich hatte nur so eine optische Täuschung. Aber es schaut schon so aus, ne, vom Weiten, weil ich sitze ein bisschen weiter. Also 3 und 1 dennoch, ne? 31. Und ich dachte mir 34. Könnte auch eine 7 sein, ja, um voranzugehen, wie der Wagen. Okay, dann sind wir hier bei 31 und wir schauen einfach rein. Also Mond steht ja sowieso für die weibliche Energie. Und ich denke, das ist schon Aussage genug. Mama Kila, die Inka-Göttin des Mondes, herrscht über die Natur, Kreisläufe und Jahreszeiten. Der Mond regiert den Nachthimmel und zeigt sich 13 Mal im Jahr in seiner vollen Gestalt. Ehemals richtete man sich nach dem Mond, um zu wissen, wann es Zeit ist, zu säen, zu ernten, Vorräte anzulegen und Fruchtbarkeitsfeste zu feiern. Du bist jetzt aufgefordert, deinen Blick auf dein gewohntes Umfeld zu richten und darüber zu befinden, ob es etwas daran zu verbessern gibt oder ob du die Dinge so belassen kannst, wie sie sind. Die Antwort auf deine Fragen findest du zu gegebener Zeit innerhalb des Zyklus, den du jetzt durchläufst. Also ich würde schon empfehlen, sei es auf die Mondzyklen zu achten, zu schauen, was hast du heute? Haben wir heute Vollmond, Neumond? Wie sieht's aus? Du kannst das Prinzip der Naturkreisläufe auf Beziehungen anwenden, auf kreative Projekte, auf persönliches Wachstum und vieles andere mehr. Wenn du dir selbst gegenüber ehrlich bist, wirst du zugeben, dass es nicht möglich ist, diese Zyklen zu steuern, sondern nur ihre schöpferische Energie zu nutzen, mit denen sie dir zu Hilfe kommen.
Wenn deine Beziehung ungeklärt, aber voller Potenzial ist, kannst du die Energie des Neumondes anrufen. Ja? Das, was wir bald haben an Neumond, bitte schau in so eine App rein. Also ich habe so eine App, so eine Mond-App. Und da kannst du immer wieder schauen, wann haben wir Neumond und in welchem Sternzeichen. Das kannst du ja auch googeln und für dich auch noch weiterführende Informationen abholen, weil das jetzt ja eben wichtig ist. Gut, Energie des Neumondes anrufen, die sich im Frühjahrszyklus des Lebens zeigen. Jetzt mal die Heilungsbotschaft an dich. Manchmal fühlst du dich wie abgeschnitten vom Leben und bist frustriert darüber, dass das Universum dir nicht bringt, wonach du verlangst. Möchtest du genau in der Form und zu dem Zeitpunkt bekommen, was du dir wünschst, und hast du das Gefühl, dass die große Göttin dich übersieht? Vielleicht willst du, dass etwas früher eintritt, als es ihm bestimmt ist. Vergiss nicht, dass deine Lebensumstände in der Zeit verlaufen und ständigem Wandel unterworfen sind. Vielleicht ist dir einfach nicht bewusst, in welchem Zyklus du dich gerade befindest, sodass du die Signale übersiehst. Und schauen wir mal, ich finde das sehr spannend mit dem Turm, das, was ich erzählt habe. Es ist jetzt an der Zeit, etwas abzuwerfen, und es geht hier eben um den Neumond. Ja, und Neumond heißt, sei es etwas Neues soll reinkommen. Ich denke, das sind schon einige Hinweise, wie du vorangehen kannst für dich und was es jetzt an der Zeit wäre. Okay. Bündnisse. Es geht noch um Bündnisse. Hier kommt die Göttin Hera. Es geht um Bündnisse. Diese Karte können wir später aufschlüsseln, denn ich möchte noch gerne mal in die Tarotkarten schauen, um diese Mondenergie mehr aufzuschlüsseln. Denn das ist die Energie, die jetzt kommen darf. Das ist deine weibliche Kraft. Das ist deine Herrscherin. Deine Hohepriesterin sogar mehr. Deine innere Hohepriesterin. Königin der Stäbe, genau. Deine innere Hexe. Egal wie wir sie nennen. Ja, Hohepriesterin oder Königin der Stäbe. Das ist sie. Sie ist intuitiv. Das ist die Mondgöttin in dir. Sie möchte mehr da sein, mehr Präsenz haben und auch mehr dem Lauf des Lebens vertrauen. Denn wenn man nach diesen ganzen Zyklen lebt und versteht, dass alles irgendwann beginnt und irgendwann endet, das ist ja Kreislauf des Lebens. Anders geht das überhaupt nicht. Dann bekommst du auch Ahnungen. Was bekommst du noch? Du bekommst deine Kraft eben und du gehst aus der schmerzvollen Rolle raus in die kraftvolle Rolle. Und du verstehst, dass du auch deine Kräfte selbst bündeln kannst, dass du die selbst aufrufen kannst, wann immer du sie brauchst. Ja? Und je mehr du Fokus auf unschöne Dinge, auf schmerzvolle Dinge legst, desto weniger bist du eben in dieser deiner Kraft. Und glaub mir, deine Verletzungen, die du schon mal erlebt hast, ja, deine Ängste, das ist alles legitim. Und das ist eben etwas, was dich einzigartig macht. Das macht dich genau zu der Person, die du bist. Und das Ganze ist auch sehr, sehr wertvoll, was du hattest. Also du sollst es auch nicht abwerten oder denken, du bist an einer Stelle falsch, ja, oder du bist nicht gut genug oder hier und da ist etwas unschön. Ja, wir wollen diese Dinge auch nicht abwerten. Dennoch, jetzt sollst du mehr Fokus auf das, was positiv ist in deinem Leben, lenken. Ja, auf deinen Frieden. Auch du sollst mit dir selbst an erster Stelle Frieden schließen. Mit dieser deiner Kraft, mit dieser deiner wilden Seite. Auch wenn du sagst, manchmal bin ich zu wild. Manchmal gestalte ich mein Leben so, wo ich mir hinterher denke, wieso habe ich mich nur getraut, so zu leben. Ja, jetzt habe ich hier und das angerichtet. Jetzt kommt der Turm. Jetzt kommen diese Ängste. Jetzt kommen diese Retraumatisierungen. Jetzt erlebe ich wieder diesen Schmerz. Aber glaub mir, du bist so stark genug, dass du das auch reinbekommst vom Universum, diese ganzen Erlebnisse. Ja, es wird dir immer nach deiner Kraft gegeben. Das, was du verkraften kannst, wird dir gegeben. Und hier sollst du nicht vergessen, wie mächtig und kraftvoll du bist. Jetzt habe ich hier eine Botschaft für dich.
im Hier und Jetzt. Mache dich auf die Suche nach deinem ganz persönlichen Hier und Jetzt-Momenten. Wann bist du besonders präsent? Wann nimmst du den Augenblick intensiv wahr und lässt dich nicht von deinen Gedanken beherrschen? Kleiner Tipp: Vielleicht beim Stricken, im Garten, beim Instrumentspielen, Joggen, bei Brettspielen, beim Kuchenbacken oder Handwerken. Also ganz oft dann, wenn du deine Hände benutzt, ja, wo du dich erdest. Und die Sorgen können draußen bleiben. Genau, genau. Erden, ja, sich erden. Vielleicht sogar barfuß laufen. Was sind noch deine Kraftrituale? Was sind deine Kraftorte? Deine Krafttiere? Das kommt mir hier noch rein. Bäume. Vielleicht sogar Räucherwerk. Aromaöle. Welche Bäume können das dann sein? Gut. Jetzt schauen wir hier noch mal rein. Das ist die liebe Hera. Herzlich willkommen. Das ist unsere griechische wunderschöne Göttin. Oh, das ist die Gattin des Zeus. Zeus, nicht Zeus mit O. Wusste nur zu gut, das ist nicht die Frau. Ich möchte kein Wort des Jahres 2024 laut sagen. So, also nochmal. Hera, Gattin des Zeus, wusste nur zu gut, dass Allianzen zu großer Macht verhelfen. Du bist jetzt ein Magnet für Menschen, die dir mit ihrer größeren Weisheit behilflich sein können, die nichts höhere Ebene zu erreichen. Vielleicht ist es ein Mentor, der in dein Leben tritt oder jemand, der den Bogen raus hat. Du bist dabei, die Kraft für dich zu entdecken, die im Zusammenhalt liegt. Und es geht jetzt vorrangig darum, Beziehungen zu knüpfen und strategische Partnerschaften einzugehen. Ich denke, das reicht. Das reicht. Ein Unbehagen stellt sich ein, wenn du dich in einer ungesunden Kräftedynamik mit einem anderen Menschen befindest. Vielleicht verfällst du in eine Vorwurfshaltung, indem du andere für dein Leid verantwortlich machst. Ja, das ist das Thema, was wir davor hatten, mit diesem Bewerten. So wie Hera es tat, als sie sich mit den vielen Ehebrüchen ihres Gatten Zeus. Hier ist eine andere Geschichte in der Mythologie. Ich glaube, wir erleben nicht die richtige Realität heutzutage. Das ist nur für die Eingeweihten. Nicht jeder ist ein Thema. Des höchsten Gottes des Olymps, Olymp, konfrontiert sah. Vielleicht stellst auch du dich wie Hera auf die Seite des Machtmissbrauchs, um dir nicht deine eigene Rolle in der Fortsetzung eines Mythos eingestehen zu müssen. Des Mythos, dass du dich auf eine bestimmte Weise zu verhalten hast, um akzeptiert und respektiert zu werden. Okay, ja, ganz schön viel Text heute. Habe euch voll getextet, gerne gemacht. Da musste ich nicht so viel channeln. Naja, ist auch Spaß. Lesen ist auch channeln, ja, weil ich empfange, während ich lese. Also, meine Lieben, ich habe hier nicht geflunkert. Alles gut, alles gut. So. Für mich ist das rund. Für mich ist das rund. Ich ziehe nur noch eine letzte Botschaft. Bitte like diese Legung. Das ist wichtig für Energieausgleich. Das ist eine sonderbare Legung und deswegen soll sie belohnt werden, wie ich finde. Ja, damit ich ein bisschen mehr Exklusives auf meinem Kanal auch reinposte und nicht nur über seine Gedanken zum Auftanken reden werde. Okay? Sein statt tun. Wieso wollen wir eigentlich in jedem Moment etwas machen, tun, unternehmen? Vielleicht haben wir einfach manchmal solche Zeichen von irgendeiner Hyperaktivität. Naja, wer weiß, ist alles okay. Können wir nicht einfach mal nichts tun und stattdessen einfach nur sein, meditieren, ja, so ein bisschen mehr auf chillen, runterkommen? Probiere das doch mal aus. Beispielsweise, wenn das Teewasser kocht, die Ampel rot ist oder du auf einer Rolltreppe stehst, gar nicht so einfach. Aber es lohnt sich, ja, innezuhalten. Das heißt, innezuhalten und im Moment zu sein, im Hier und Jetzt
zu sein. Ich glaube, das ist auch hier ein wichtiges Thema. Hier und jetzt ist wichtig eben für diese starke Mondenergie. Also für mich ist heute diese Energie natürlich am stärksten, wie ich das fühle. Das hat eher etwas mit Vergangenheit zu tun. Das hatten wir auch genug besprochen. Und hier diese Sache, das ist eher so in Richtung, was kommt denn, wenn diese Energie sich gut manifestiert bei dir? Ja, oder währenddessen, welche Bündnisse gehst du denn ein? Welche Bündnisse verlässt du? Ich wünsche dir eine sehr kraftvolle und intuitive, schöne, geerdete, weibliche, sogar mystische Zeit. Mach's gut und liken nie vergessen. Alles Liebe. Bis bald. Ciao.